Herzlich willkommen bei Spielo Paradiso. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was nach Teil 1 kommt, hier ist die Antwort. Es ist Teil 2. Spielo Paradiso, die besten Games 2017. Ich brauche gleich noch einen Hut und ein Tuch. Wonderboy. 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 Wonderboy, the Dragon's Trap. Wonder Girl meinst du? Wonder, in dem Fall den Wonder Girl. The Wonder Girl. Tatsächlich das, den Aspekt des Spiels, den ich noch besser finde als das Spiel an sich. Weil im Ende. Wonderboy, das ist eines meiner Lieblingsgames dieses Jahr. Ja. Super. Hey! Hallo! 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 Wonderboy slash Girl. Das ist ja ein Remake von einem uralten Master System Game. Okay. Du kannst die Originalgrafik, wenn du R2 drückst. R2? Yes. So sah das Original aus. Yes. Warum ist das so? Augen fehlen. Das ist eingesogen. Die Augen sind. Es klebt am Augapfel. Kennst du dich mit Leichen eigentlich gar nicht aus? Ja, offensichtlich nicht. Bisschen so gespielt, bisschen so gespielt. Du kannst als Junge spielen, als Mädchen spielen. Farpoint VR. Sie als Experte für PC Gaming. Darf ich Sie duzen? Frage 1. Explodiert das Universum, wenn Nintendo-Spiele für den PC rauskommen würden? Hieß es dann eher Crash of the Wild? Das ist ja quasi etwas. Frage 2. Sorgt die Maussteuerung nicht für ein manuelles Ungleichgewicht weltweit? Das war irgendwie 1933. Also da ist die Tastatur der dominante Part. Also Maus ist ein Fehlschritt, so wie Anime, und da gehen wir zurück. Der Bierkopter schwebt live über der Bierverengung und wird uns auf dem neuesten Tresen halten. Hier wünsche ich dir trotzdem noch eine gute Einfahrt. Wahrscheinlich sind zwei Fahrzeuge aneinander gebäxt und lagern nun kindeslich auf der Sauftobahn. Von Weitem sieht man schwarzen Pilz aufsteigen. Die Passabiere sind Hopf sei Dank unverletzt. Habt ihr angefangen zu trinken? Easy, normal oder hart? The Bunker, sehr schönes Spiel. Es ist in der Tradition von Games wie The Seventh Guest vielleicht so ein bisschen. Also es ist Real-Schauspieler und man entscheidet nur an bestimmten Punkten und klickt so ein bisschen weiter. Ist weniger Spiel, mehr Erfahrung. Richtig. Ist auch eher für Erwachsene gedacht, weil es ein schwieriges Thema ist und auch ein bisschen gruselig und eklig. Hausaufgabe, finde ich super. Hausaufgabe. Ich frag nach. Spielt The Bunker und spielt auch gerne den Fortsetzer. The Bunker 2, The Return. Das mit dem Gesicht halt, was da so geteilt ist. Und nicht aus 2017, trotzdem super noch geil. The Witness. Es war großartig, es war schwer, aber es war rewarding. Ja. Hat das Gehirn ein bisschen umgemodelt, klein wie eine Mischung aus Schwäbisch, ja, und so Fünfjährigen. Das ist ziemlich süß. So wie Fünfjährige Schwäbisch sprechen würden. Das, also ich denke mir ziemlich süß vor. Hupfdele, hupfdele, hupfdele. Wege in die Jungfräulichkeit. Richtig. VR. Eagle Flight ist auch cool, spielt Susi gern. Danke. Gerne.
das war's schon wieder. Mein Name ist Nathan Drake. Das war Spielo Paradiso, Spiele des Jahres 2017. Wir sehen uns bald wieder. Uah!